Sie machen uns derzeit richtig Spaß, die A-Junioren der Kogge. Durch eine unglaublich starke Rückrunde macht sich die Truppe um Kapitän Robin Krause auf, um die deutsche Meisterschaft anzutreten. Das Ganze ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Truppe noch vor 2 Jahren bei den B-Junioren aus der Bundesliga abgestiegen ist. Großen Anteil an der Leistungsexplosion einiger Spieler hat Trainer Roland Kroos. Seit nun 2002 ist dieser bei der Kogge aktiv und konnte in der Saison 2010-2011 die A-Jugend der Ostseekicker bereits ins Endspiel um den DFB-Pokal führen. Dort verlor man allerdings knapp 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Freiburg. Aus der damaligen Mannschaft spielen heute Johannes Brinkies, Ben Zulinski, Edison Jordanov, Sargis Adamian, Tom Weiland, Tommy Gruppe und Nils Quaschner in der Profimannschaft des Vereins. Und auch von dem jetzigen Jahrgang werden wohl einige den Sprung ins erste Männerteam schaffen. Robin Krause hat bereits einen Vertrag und Spielmacher Christian Flath hat mehrmals bei den Profis mittrainiert. Die Endrundenspiele um die deutsche Meisterschaft werden vom 13. bis 23. Juni 2013 ausgetragen. Und sicher würde sich die Truppe über lautstarke Unterstützung der Hansa-Anhänger freuen.